Kiitokset, edustaja Austrevicius. Ja sitten seuraavaksi Vihreiden ja Euroopan vapaan allianssin puolesta Rebecca Harms, 2 minuuttia, olkaa hyvä. Ich möchte in dieser Debatte mich bedanken bei meinen Kollegen Rosati, Gala und Austrevicius. Wir sind im letzten Jahr immer wieder zusammengekommen in Kiew und in Brüssel. Wir haben die Vertreter der Antikorruptionsinitiativen ANTAG und Transparency Ukraine getroffen. Wir haben unsere Kollegen Groysman, Klimputsch, Maria Jonova, Herrn Parubi und viele andere Kollegen aus der Werchowna Rada getroffen. Und um Schritte zur Korruptionsbekämpfung in der Ukraine regelrecht gerungen. Die Entscheidung für die Schaffung eines Antikorruptionsgerichtshofes ist eine Entscheidung, die in einer aktiv geführten Auseinandersetzung um die bessere Zukunft der Ukraine getroffen worden ist. Und ich finde, dass das wirklich ein Moment gewesen ist, diese Abstimmung in der Werchowna Rada, den wir zusammen eigentlich feiern sollten. Ich wünschte, ich könnte hier ein Glas Champagner erheben. Ich weiß, dass mit dieser Entscheidung nicht alles gewonnen ist. Aber ich weiß, dass diese Auseinandersetzung weitergeht. Die Erklärung von Herrn Dombrovskis und das aktive Engagement in den Reformen aller europäischen Botschafter und der EU-Botschaft und des IWFs in der Ukraine mit den Ukrainern zusammen, das ist vielversprechend für eine erfolgreiche Reform in der Ukraine. Das wird nicht morgen zu Ende sein. Ich glaube, wir reden über einen Prozess, der über eine gesamte Generation gehen wird. Und das Geld, das wir jetzt freigeben, das ist gar nicht so wahnsinnig viel verglichen zu anderen Summen, die wir in andere Länder geben, auch innerhalb der EU. Und das wird den Ukrainern helfen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Kiitokset,